Das Regionalligaspiel FAS Berlin gegen Berlin Blues wird Ihnen präsentiert von Autozug Sylt. Gipfeltreffen in der Regionalliga Ost, Zweiter gegen Dritten. Mit den Berlin Blues kommt der direkte Tabellennachbar in den Wedding. Im Hinspiel mussten die Akademiker von FAS Berlin eine herbe 2:7 Klatsche hinnehmen. In eigener Halle soll es jetzt die Revanche geben. Überhaupt ist der Heimvorteil am Traditionsstandort Erika-Hess-Stadion ein ganz anderer, finden auch die Fans. Super, einfach nur gut, weil wir ja hierher gehören eigentlich auch. Also nichts gegen Welli, aber wir gehören in Wedding zu Tante Erika und dann ist alles schön. Ja, für mich ist natürlich erstmal ausschlaggebend, dass es hier wirklich ehrlicher Sport ist, denn natürlich die Nähe zum Bezirk. Und wir kommen natürlich alle aus dem Wedding und für mich ist es wirklich wichtig, dass wir hier alles vereinen können mit ehrlichem Sport. Fußball ist viel zu profitgeil geworden und da ist es hier eine wohltuende Atmosphäre. Es ist wunderbar, wirklich. Es macht wirklich Spaß, hier dabei zu sein. Spaß macht in diesem Stadtderby auch das Spiel der Akademiker, die aber trotz deutlicher Feldüberlegenheit zunächst durch diesen Treffer von Blues-Topstar Ilya Demidov in Rückstand geraten. Doch die Weddinger zeigen sich unbeeindruckt. Nico Jentsch gleicht noch vor der ersten Drittelpause aus. Im zweiten Abschnitt ist es dann erneut Jentsch, der die Führung zum 2:1 für FAS markiert. 2 Minuten vor Ablauf des zweiten Drittels kann Patrick Czajka den heranstürmenden Jan Schmidt aber nur noch regelwidrig stoppen. Penalty, die logische Konsequenz. Der gefaulte Schmidt übernimmt selbst Verantwortung und schiebt zum 2:2 Pausenstand ein. Im letzten Durchgang ist es dann wieder Jentsch, der mit seinem dritten Treffer die nächste Führung für die Gastgeber besorgt. Doch wieder können die Blues ausgleichen. 3:3 nach 60 Minuten bedeutet Shootout. Und hier sind die Akademiker ohne Fortune. Jentsch, Jansson und Czajka vergeben allesamt. Den Gästen reicht Demidovs Treffer zum Spielgewinn. Bitter für die Weddinger. Dann vor allem, wenn man so einen Spielverlauf hat, dass man wirklich 40 Minuten, 50 Minuten die klar bessere Mannschaft ist und am Ende wieder nur mit einem Punkt dasteht, ist natürlich, ja, nagt schon an einem und auch bitter, dass so eine Leistung dann letztendlich nicht ausgezahlt wird. Vielleicht klappt's in der Fremde besser. Die Leistung zumindest hat in diesem Derby gestimmt. Das nächste Heimspiel steht erst wieder im Januar an. Dann sind die Ice Fighters aus Salzgitter zu Gast im Erika-Hess-Stadion im Herzen des Weddings. Das Regionalligaspiel FAS Berlin gegen Berlin Blues wurde Ihnen präsentiert von Autozug Sylt.